So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FitzBeast Direwolf 20 mit mir, Kausibay. Ja, ich habe erstmal ein bisschen Kram umgezogen, wie man hier sieht, und baue hier im Moment so ein bisschen aus. Und leider können wir noch nicht mit Applied Energistics anfangen, wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, sondern wir müssen uns erstmal ein bisschen Material aus dem Nether holen. Deswegen haben wir jetzt ein Nether-Portal. Und ich war auch schon im Nether. Und habe da auch schon Nether-Quarz geholt, dass wir theoretisch das jetzt schon bauen können. Aber ich habe hier ein paar Materialien. Und ihr seht es auch schon hier, ich möchte mir ein Tesseract bauen. Und dafür brauchen wir einen Fluid Transposer und einen Magma Crucible. Kann ich euch mal kurz hier zeigen. Magma Crucible, da ist der. Hier, makes items into fluids. Damit kann man diesen Liquid Ender herstellen. Und mit dem Fluid Transposer schiebt man die wieder in irgendwelche Container oder so. So kann ich dann diesen Tesseract auch befüllen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Magma Crucible. Dafür brauchen wir einen. Ich nehme hier erstmal hier die fertigen Sachen raus. So. Crafting Workbench habe ich doch hier. Das Coole ist, eigentlich hätte ich sie gar nicht rausnehmen müssen. So kann man auch da dran gucken. Das war das LED war als erstes. Tin, Iron, Gold, Glass, Nether Bricks, Copper, Redstone. Jetzt kann ich nämlich auch so da dran. Das ist mega praktisch, was Dinkas Construct da, der Entwickler, sich ausgedacht hat. Muss ich wirklich sagen. Crafting Station und man kann auf eine Chest zugreifen. Ja. Und dann bauen wir uns dieses Ding jetzt mal. Machine Frame Basic. Dafür brauchen wir ein Tin Gear. Das war so. Dann 4 Glas und 4 Iron. So, und davon brauchen wir eigentlich auch direkt 2. Weil für den Fluid Transposer brauchen wir auch eins. So, dann machen wir das direkt. Dum, 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 dum. Und dann 4 Eisen. So, was brauchen wir für den Magma Crucible noch? Nether Bricks habe ich. Dann brauchen wir einen Redstone Reception Coil. Das ist Gold 2 Redstone. Und dann habe ich gesehen, eine Redstone Energy Cell. Das ist ein Block of Redstone. Mit Lead. Lead ist übrigens Blei. Falls es jemand nicht weiß. Also, ich helfe da ja gerne aus. Also im Deutschen ist das jetzt Blei. Ich finde die deutschen Bezeichnungen von Minecraft manchmal auch ein bisschen blöd, deswegen bin ich lieber bei den englischen geblieben. Ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Wenn ihr Nachfragen habt oder so, einfach drunter hauen. Ich kann gerne was erklären oder so, das ist alles kein Problem. So, und da haben wir unseren Magma Crucible. Ich habe das Ganze direkt schon hier vorgesehen, dass der dahin kann. Muss ich dem nur noch sagen, dass da unten nichts reinkommt, dass hier nichts reinkommt und da auch nicht. Und da, also da oben könnte was reinkommen. Wie viel könnte der aufnehmen? 400 RF pro Tick. Boah. Das ist aber heftig. Gut, den brauchen wir erstmal. So, Fluid. Wo ist er denn? Transposer. Ja, der braucht den Eimer und Glas und Copper Gears.
Ja, einmal. Dann, welches Coil brauchte der denn? War das auch ein Reception Coil? Ja. Okay, dann müssen wir auch noch eins davon herstellen. Zack, 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 zack. Einmal oben drauf, Glas hin und Fluid Transposer. Tada! So, der hat einen Input auf der Seite. Da nix. Auch nix. So. Sind die beiden auch miteinander verbunden? Das heißt, wenn ich hier was reinschmeiße, kommt das direkt im Fluid Transposer raus. Also ihr seht das hier, dieser orangene Output ist hier das hier. Und der blaue Input ist das hier. Man kann das Ding ja auch umstellen. Das wäre dann Outputten, aber das wollen wir ja erstmal nicht. So, ja, dann müssen wir mal ein paar Enderpearls kaputt machen. Und da würde ich jetzt gerne mal eben hingucken. Ich meine, man brauchte 1000 Millibuckets, um einen Tesseract Frame zu füllen. Ja. Und Resonant Ender. Also 4 Enderpearls, dann habe ich einen Tesseract voll und ich brauche 2. So, der Tesseract Frame war Enderium Ingots. Enderium Ingots machen wir im Induction Smelter. Dafür brauchen wir Schwefel. Wie kriegen wir das denn? Aus Gunpowder. Ja, wir brauchen einiges an Maschinen, sehe ich gerade. Also da läuft jetzt einiges. Ich kann ihn erstmal hier anfangen. Ich kann jetzt erstmal schon mal unseren Resonant Ender herstellen. Das wäre eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und Enderium Ingot und Fused Quartz. Schmeiß mal in den Alloy Smelter. Müssen wir sowieso für Inneta, ich sehe das schon. Hier auch für den Pyrotheum Dust braucht man Blaze Powder und Schwefel. Gut, den Schwefel, den kann ich herstellen. Dafür braucht man einen Extractor. Extractor, da. Jetzt geht es nämlich in Richtung Industrial Craft. Es wird immer schwieriger, merke ich gerade. Dafür brauchen wir Iron Plates. Kann man die nicht in der Rolling Machine herstellen? Ich habe da hier irgendwo eine stehen. Wie war das denn? Industrie. Ach du Scheiße. Industrial Craft. Totale Überforderung. Da ist der Extractor. Gab's doch auch. Wo war denn dieser? Metal Former heißt der, glaube ich. Mass Fabricator. Metal. Ja, Metal Former, da ist er doch. Denke, den brauchen wir auch. Das kann doch jetzt sein, dass wir dann dafür auch noch EU brauchen und uiuiuiui, das wird schwierig. So, brauchen wir als allererstes mal diesen komischen Hammer, ne? Den da, der Forge Hammer. 2 Sticks und 5 Iron. Sticks habe ich, glaube ich, gerade nicht. Ich habe aber hier Holz drin. Ah, da sind Sticks. Ich habe im Moment hier, die Sortierung ist im Moment sehr, sehr chaotisch, also es ist noch nicht alles perfekt. Deswegen, ich will schnellstmöglich jetzt zu einem vernünftigen Storage-System kommen. Und deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal sehr stark darum. So, dann haben wir hier den Metal Former. Ich will mich mal ausprobieren, vielleicht geht der hier an dem Coils von Ender.io ausprobieren.
Also, dafür brauchen wir Iron Plates. Dann brauche ich hier Bronze Item Casing. Das sind Bronzeplatten. Bronzeplatten sind Bronze Ingots. Sind 3 Copper und ein Zinn. 3 Copper und ein Zinn. Kann man so shapeless. Ja, krass. Kann man so shapeless machen. Dann brauche ich hier 5. Wenn ich 4 Stück habe. So. Dann haben wir jetzt, glaube ich, genug. Dann machst du mir hier mal jetzt Bronzeplatten draus. Und dann auch die Item Casings. Wie viele? Wie viele brauche ich davon? 10. Und hier brauchen wir Kupferkabel. Dafür brauche ich den Cutter. Und dafür brauchen wir eine Iron Plate. Da brauchen wir auch nochmal den Cutter. 10. So. Damit kann ich dann erstmal die Toolbox das gleiche erstellen. Kann ich jetzt schon mal machen. So, Toolbox. Zack. Die brauchen wir nämlich für das Ding hier. Dann für das Coil, da brauche ich den Cutter. Der Cutter sind Iron Plates und Iron Ingots. 2 Iron Plates. Waren das 2 oder waren es 3? Ausprobieren. Es waren 3. So, 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 da ist der Cutter. Maschinen über Maschinen hier, ne? So, brauche ich jetzt Copper Plates, wenn ich das richtig gesehen habe? Hier, ja, das sieht aus Platten. Zwei Stück. Also haben wir direkt 4. Ich guck mal gerade, habe ich hier hinten noch Kupfer? Ja, perfekt. So, und dafür brauche ich Rubber. Ach du je. Jetzt wird's aber schwierig. Jetzt wird's echt schwierig. Also, es ist schon eine Herausforderung, dieser ganze Industrial Craft Kram. So, bla bla bla. Lange Rede, kein Sinn. 8 Iron Plates. Zack. 8 Stück. Dann haben wir unser Basic Machine Casing. Kriegen wir die ersten Waren hierfür schon mal parat. Toolboxes sind ja auch schon fertig. Okay, ich brauche Rubber. Rubber, Rubber, Rubber. Kann man auch mehr Alloy-Smelter machen, finde ich gut. Ball of Glue. Könnte man den denn herstellen? Glue Block? Sticky Glue. Aha. Keine Ahnung. Wie man Glue herstellt. Aus Block. Ball of Glue. So, ein Ball of Glue gießt man aus Glue. Ja. So viel dazu. Rubber. Joa. Da muss ich mir mal so ein Tree-Tap machen. Das war, glaube ich, aus mehreren Holzblöcken. Müsste ich hier hinten auch noch haben. Yep. Komm mal hier. Und zwar so. Da ist es ein Tree-Pap. Damit kann ich dann diese Sticky Resins farmen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Weil das ist nämlich auch so eine Sache. Ich schmeiße erstmal hier die Sachen da rein. Das kann auch damit rein. So. Ich würde sagen, dann gehen wir mal eben schlafen und dann gehe ich mal hinten Sticky Resins farmen, weil ich habe nämlich in dem... Was?
erstmal, hier ist eine Spinne wieder. Das sind hier ständig die Scheißviecher. Und Zombies auch. So, jetzt habe ich meine Ruhe. So. Ja, ich habe in dem Wald mit diesen Riesenbäumen, das sind Firwoods, hier in dem, habe ich auch Rubber Trees gefunden. Was für uns natürlich mega gut ist, weil wir brauchen das Zeug auf Dauer einfach, wie man ja gerade sieht. Man möchte etwas advanceder werden und schon braucht man Rubber. So. Hallo Tree Tap. Muss ich hier mal eben in dem... Da ist schon so ein Rubber Tree. Erkennt man an dem etwas dunkleren Holz und hellere Dings. Und da ist so ein Sticky Resin dran. Seht ihr das? Zack. Jetzt habe ich das abgemacht. Liegt das hier rum. Und die Dinger kann man zu Gummi verarbeiten. Da ist auch eins. Ich denke, auf Dauer sollte ich diese Bäume auch fällen und bei mir direkt anbauen. Damit wir das nämlich auch auf Lager haben. Der hat gerade keins, aber der hat. Und zwar sogar mehrere, ne? Ja. Sehr cool. Was ist mit dem? Der hat nicht und der ist komisch. Also das sind die einen Rubber Trees. Es gibt ja noch weitere. Es gibt noch eine zweite Art von Rubber Tree. Gucken, ob wir die hier auch finden. Also das sind die Industrial Craft. Es gibt aber noch welche. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welcher Mod die sind. Die sehen sehr komisch aus. Die haben ein ganz komisches Holz. Da kriegt man nur Rubber raus. Bla bla. Muss jetzt gerade echt mal suchen hier. Ich bin jetzt gerade übrigens auch sehr zufrieden, weil ich bin jetzt auf mein G13-Pad umgestiegen. Was, ach scheiße, ich habe die Axt vergessen. Was die Bewegung sehr, sehr viel ruhiger macht, wie ihr wahrscheinlich auch merkt. Die Bewegungen sind entspannter. Ja, und kein großartiges Tastengekloppe mehr. Das ist so eine Angewohnheit von mir, irgendwie dieses Pad dafür zu benutzen. So, ich brauche meine Axt. Da ist sie. Ich könnte mal hier ein bisschen Kram wieder weglagern. Der Gravel muss woanders hin. Das Obsidian kann da rein. Jetzt habe ich doch tatsächlich ein Miniature-Heart von dem einen bekommen, ey. Krass. Können dieses Zeug hier schon mal smelten? Unser Alloy Smelter da vorne schon mal was tun. Ich glaube, das ist ein Rubber Tree, oder? Ne, ist ein Oak. Ja. Da oben wachsen Pilze auf den Bäumen. Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch, aber. Pff. Ich bin da ja offen, ne? So, und hier auch. Na komm schon. Ja, so möchte ich das haben. Und diesen fliegenden Baum hier, den bauen wir jetzt auch mal ab. Den will ja niemand. So, ach guck mal an. Er hat auch nicht alles mitgenommen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar mehr Sticky Resins. Jetzt muss ich hier ein bisschen warten. Wegen der Blätters. Weil ich will ja auch Seeds haben. Also, hier, genau. Saplings. Dass ich die auch selber dann anpflanzen kann. Derweil können wir hier mal noch ein paar Blüten farmen. Das war so eine Blume für Botania.
Jetzt höre ich gerade einen Zug heranrasen. Eines der wenigen Zeldas, die ich nicht sonderlich intensiv gespielt habe, ist genau dieses. Das ist Spirit Tracks. Liegt halt daran auch, dass ich diesen DS nie besessen habe, sondern nur den 3DS. Naja, bauen wir hier mal noch weiter. Holz ab. Dass die auch fröhlich die spawnen können. So. Jetzt haben wir schon zwei Saplings. Da ist noch ein dritter. Habe ich auf jeden Fall das Kontingent schon mal raus. Da unten ist noch ein vierter, das ist gut. Fünf. Müsste ich doch noch was tun. Gucken. Ich hier ein bisschen die Blätter mal von dem Baum hier trennen. Jo. Ja, muss einfach jetzt mal sein. So, jetzt haben wir schon 6 Stück. Damit kann ich doch schon richtig vernünftig anfangen. Rubber, da guck mal, 7 und 8. Bam. Der Baum schwebt. Word Generation scheint nicht so ganz fehlerfrei zu sein. Ich finde das immer lustig. Du baust so einen riesen Baum ab und da fällt eine Menge an Holz runter. Das ist abartig. Ich finde das toll. So. Mal eben über 3 Stacks Holz zusammengefarmt. Muss mal gucken, ob ich die vielleicht auch irgendwie anbauen kann, weil das wäre ja echt geil. Dann hat man so mega viel Holz. Dann könnte man richtig gut Holzkohle zusammenfarmen. Und da ist auch noch so ein Firwood-Sapling. Jetzt auch schon 3 Stück. Ich glaube, an Rubber Tree Saplings war es das. Aber das gefällt mir schon. Das sind nämlich 10. So. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie das mit der Uhrzeit abschalten kann, weil das stört mich einfach. Ich weiß es nicht warum, aber es stört. Da vorne ist ein fetter Chunkfehler. Boah, diese Ladefehler sind echt übel. So. Ich will diese Ladefehler nicht. Ich mag das nicht. Das sieht so scheiße aus. So, bop, 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 bop. Sticky Resin rein. Jetzt lagern wir erstmal das Holz hier hinten ein. Zack. Und die Saplings sollten da reingehören. Passen sie aber nicht. Dann tue ich die erstmal mit in die Kiste. Jetzt haben wir nämlich da mal ein Upgrade für in Auftrag gegeben. So. Rubber. Jawoll. Dann kann ich doch jetzt, glaube ich. Ja, wie war das? Metal Former. Also da brauche ich unisolierte. Da brauchen wir isolierte. Und zwar brauche ich 6 Stück. Das bedeutet 6 Rubber mit Kabeln. So, dann machen wir uns mal noch ein paar mehr Platten. Wie viele Kabel kriegt man denn da raus? Waren das 3? Ne, 2. Okay. Dann brauche ich jetzt noch eine Platte.
Ich brauche 8 Kabel pro Dingens, ne? Das war jetzt. Das sind jetzt 8. Sind es auch 8 und dann brauchen wir noch einen für die isolierten Kabel. So. 2 isolierte Kabel dazu. Dann kann ich mir mich jetzt gleich den Schaltkreis herstellen. Boah, wie hier viel Scheiß im Inventar ist, ja unfassbar. Machen wir erstmal diesen hier. Das ist mit einem Ingot, das ist ja easy. Davon brauchte ich 3. Jetzt haben wir hier 2 so Coils. 1, 2, 3, 4. Metalformer. So, und noch ein Iron Ingot. Ich habe gleich kein Iron mehr, das ist ja Wahnsinn. Electronic Circuit, da brauchen wir noch eine Iron Plate für. Und dann habe ich keine Iron mehr. Also, abartig. Zack. Und 2. Aber jetzt können wir unsere erste Industrial Craft Maschine in Betrieb nehmen. Den Metal Former. Yeah! Boah, finde ich das cool. Gucken, connectet der? Nein. Er connectet nicht. So, was brauchen wir denn dann? Ich brauche einen Wrench. Und zwar die von Industrial Craft 2. Die besteht aus Bronze. Und zwar aus wie viel Bronzebarren? 5. Boah, Alter. Sehr brutal. Die funktioniert nämlich nicht. Hier kriegte ich wie viel? 4. Ja, toll. Aber erstmal wieder Bronze über, ey. Ich brauche ja auch 6. Idiot. Da ist unser Bronze-Wrench. Jawohl. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Metalformer im Inventar. Und dann brauchen wir Energie. Generator. Ach du Scheiße, jetzt wird es aber richtig ätzend. Iron Plates, Iron Furnace. Ich schmelze mir erstmal wieder Eisen ein. Das hat ja keinen Zweck. Und ich brauche Zinn. Da muss ich Zinnkabel draus machen, wie ich das richtig gerade gesehen habe. Für so eine RE-Batterie. Ja. Boah. Tin-Cable, Tin-Plates, dann Tin-Cable, dann muss das isoliert werden. So. Was brauchen wir dann dafür noch? Für so eine Batterie brauche ich Tin-Item-Casings. 4 Stück. Dann kommt das Kabel da oben drauf und 2 Redstone rein. Boah, Alter, ist ja brutal. So, der Iron Furnace ist ein Furnace mit Iron Plates. Ja, Furnace habe ich da. Aber Eisen nicht. Jetzt schon. 5 Iron Plates. Zack, 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 zack. Und Furnace rein. Iron Furnace.
Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, brauchen wir noch 3 Iron Plates. Zack. Furnace da rein, Batterie da rein und Generator ist da. So, und jetzt würde ich gerne eigentlich noch eine Batbox bauen. Weil, das weiß ich noch. Chargepad, Batbox, Batbox. Weil die kann die Energie, die der Generator zu viel macht, auch aufnehmen. So, dafür brauchen wir mal ein bisschen Wood, das ist kein Problem. Aber ich brauche Batterien und zwar 3. Oh. Was ist denn hier Tin? Habe ich noch Tin? Tin. Nee, nur noch pulverisiert. Okay, ach, der habe ich hier drin. Pulverritzt Tin. Kann hier mal eingeschmolzen werden. Nehmen wir uns das Iron da mal raus. Der Magmatic, der kann dahin. Boah, ich muss mal eben hier Inventar aufräumen. Und bessere Musik drauf machen. So. Die Taruba, das brauchen wir. Hier habe ich meine Botania-Sachen drin. Seeds kommen damit rein. Das Rubberboot kann hier erstmal mit rein. Da ist ein Baumaterial. Und ich brauche aber sowieso noch Holz. An das Flintenstiel kann hier mit rein. Ja. Jetzt sind wir auch schon bei einer brauchbaren Länge, aber ich möchte gerne den IC2-Kram ans Laufen bringen. Das würde ich gerne euch noch zeigen. Tinplate. 3 Kabel. 3 Kabel isolieren. Dann die Batterien. Dafür brauchen wir Tin Item Casings. Brauche ich 4, 8, 12 von. Das sind 6 Barren. So. Die 3 Batterien. Und dafür brauche ich sogar noch ein Tin Cable. Das ist total doof. So, und dann Holz. Brauche ich noch einmal mehr. Und hier und hier und hier. Batbox. Jawohl. So. Generator, Batbox und Metalformer. Wo stellen wir das denn hin? Jetzt pauschal erstmal sagen, einfach hier an die Wand. Generator, Batbox und Metalformer. Ist jetzt easy going, ist nichts Besonderes, funktioniert auch so. Da kommt Kohle rein. Da kann ich Sachen drin machen. Und zwar kann ich hier Rolling, Cutting, Extruding. Das macht hier dieses Tool, die beiden Tools, überflüssig. Was ich sehr gut finde, weil der dieses Metallding ist wesentlich schneller und ressourcenschonender. Und deswegen würde ich sagen, machen wir damit in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, euer Karo 7.